Warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Zack. Okay. Willkommen zurück zu WoW BFA. Nach einer kleinen Pause. Mit dem Wechsern, weil er wieder nicht spricht von alleine. Verdammt, mein Handy hat bloß nur 3% Akku. Und? Naja, ich mach das ja mit Stoppuhr. Oh mein Gott, die erste Folge habe ich auch im Intus. Und dann habe ich auch ein Handy. Geil. Aber nicht reicht das noch? Meinst du meins? Nö, meins. 59% wird schon passen. Du brauchst jetzt keine Stoppuhr für die erste Folge. Doch. Weil ich einen Stream habe, der eine Uhrzeit hat, du Pappnase. Hast du? Wo denn? OBS oben rechts. Dankeschön. Also, wir wollen anfangen. Ah, nee. Hier alles kaputt, hier. Du Immer stehst bei wechseln. mir nie da. Ja, du musst ja auch Ach in so, den du Editor streamst rein. ja. Du bist ja auch doof. Du kannst Ja, nichts du dafür. streamst ja auch, da steht das ja da. So, wir waren in den letzten Tagen, Wochen, wie auch immer, mehr oder weniger fleißig. Ich ein bisschen mehr wie er. Und zwar haben wir unsere Anhänger jeweils auf Stufe 10 gebracht. Ich sogar auf 12, wenn man das zusammenrechnet. Bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Jedenfalls Meiner ist 13. ist ja schön für dich. Jedenfalls haben wir dadurch jetzt die Vollquest für die Kriegskampagne. Das ist immer noch schließt das Versteck ausräumen ab, damit wir endlich weitermachen können. Und das mussten wir im Verlauf ja, das kommt dann noch. Sonst hätten wir nämlich eine Pause machen müssen, die haben wir jetzt gemacht. Hätten wir die Anhänger auf 10 bringen müssen. Also 3000 Erfahrungspunkte in Summe. Wir nehmen jetzt die Quest an. Wir sollen jetzt mit Neri über die Naga in Asyatar reden. Okay, annehmen. Ich muss hier mal ein bisschen den Sound lauter machen, das geht so nicht hier. Was uns erwartet. So. Wo ist die denn? Ach, die ist da drin. Das ist jetzt die Kriegskampagne, sagst du, ne? Noch nicht. Naja, Muss. weil wir haben noch eine andere Quest, ne? Konservierte Hinweise. Das war die, wo wir das letzte Mal halt aufgehört hatten bei Talisra. Ja, das ist richtig, aber hier mit der Mr. Lortimar hat eigentlich die Hauptquest. Ja, gut, ich Meine, sag's nur. meines Erachtens nach. Na gut, dann nehme ich halt an. Oder gebe ab, je nachdem. Zwei neue Quests. So. Wissensverfall. Der Preis ist der Tod. Töte 10 Nager und was war das andere? Die drei Leute retten. Ach so. Yay. Warte auf mich. Bin nicht so schnell. Oh mein Gott. Er Brauche einen ist ein Krückstock. alter Mann. Ein alter toter Mann. Armes Ding. Theoretisch könnte man ja auch hochfliegen, ne? Ich bin noch ein Oder? Läufer. Ja, ich bin auch noch ein Läufer. Ich meinte jetzt flugpunktmäßig. Ja, schon klar. Habe ich jetzt aber zu spät gecheckt. Ja, dann komm zurück, Mensch. Ey, das dauert jetzt doppelt so lange, wenn ich jetzt wieder zurücklaufe, weißt du? Nee, das stimmt nicht. Oh doch, bin ich ganz sicher. Das hätte dreimal so lange gedauert, wenn du jetzt hingelaufen wärst. Ja, du musst schon mal auf deine Karte achten und auf deine Umgebung, aber das machst du ja nicht. Das sagt er, der gegen Türen im Rahmen läuft. Das sagt der, der gegen Straßenschilder rennt. Wir passen gut zusammen, ich merke das. Was ist schlimmer? Ich hätte Ich so habe es ja, gern im. ich hab das in Berlin gemacht, da kennt mich niemand. Ich hätte das so gern. Ich hätte so gern im Café gesessen, ne? Nein. Da wären wohl wahrscheinlich einige Hemden schmutzig geworden sein. Schmutzig. Naja, Kaffee bedeckt. Ich Dass sie glaube sich nicht nicht. zusammenreißen könnten vor Lachen. Ich glaube nicht. Hier waren alle schwer beschäftigt in Berlin. Geht's denn hier runter, verdammte Axt? Ganz einfach. Moment, bitte warten. Ich will keinen Schaden So. anrichten. Das ist gemein. Egal, abwärts. Mal ist nur einmal im Jahr.
Da der Herr Wechsler mittlerweile ein bisschen besseres GS hat wie ich, kann er mich ja retten. Puh. Ja gut, ausnahmsweise. Also wir schauen mal eh nicht. Oh mein Gott, da kommen noch mehr. Easy. Na, hast du deinen Begleiter nicht dabei? Nö. Die geht mir eh nur auf den Sack. Warum? Finde ich jetzt eigentlich nicht. Muss ich heute eh noch mal oben spazieren führen, so ist nicht. Aber nicht mit diesem Schwan. Ich stehe gerade mein. Ich habe meinen Leerwindlager auch nicht ausgepackt. Läuft bei dir. Zwar rückwärts, aber es läuft. Hui. Hui. Weiter geht's. Hui. Da lang. Hui. Oh, das war der falsche. Das war ja hier vorne schon der eine. Lol, die Quest habe ich vorhin mit meinem... Ich habe ein Rezept. Das ist keine Übung. Monika macht... Oh, lol, was? Yay. Rang 3. Ich bin nicht, weil ich Rang 2 nicht habe, aber egal. Ja, GG. Du bist außerhalb, ne? Da. Wollt's nur mal gesagt haben. Was bin ich? Du bist außerhalb. Ich habe die... Dinger schon alle getötet. Ich muss jetzt nur noch retten und das mache ich, weil ich schleichen kann. Weißt du? Ja, Mann. Ja, Mann. Kannst sie aber nicht retten. Du musst sie so oder so angreifen. Ich werde angegriffen. Oh. Das tun sie in letzter Zeit öfters. Oh. Healung. Healung. Klar da oben? Ich komme super klar. Kannst ja schon mal. Ach, den anderen hast du schon gemacht. Sehr schön. Ja. Heilkreis. Finish. Ja. Oh Gott. Ach, komm hier. Weitere noch töten. Rottet die Nager aus. Gebt ihn Saures. Oh mein Gott, warum hat der so viel Leben verloren? Ich weiß nicht. Weil wir einfach mörderisch sind. Nee, oben ist mein Stimmt. Da oben war ja eine Höhle. Hui. Ach, nicht da oben, hier unten. Ja, die Quest habe ich vorhin mit meinem Dämoniker gemacht. Krass. Aber bloß bis zu diesem Punkt hier. Weil da habe ich gar nicht gemacht, weil ich gar keine Lust drauf hatte. Ich bin froh, dass wir uns gefunden haben. So, jetzt quatschen die wieder eine Runde. Jetzt müssen wir einen von den Typen heilen und kriegen dafür übelst geiles Loot. Übelst geiles Loot, ja, das sagt man heute so. Stimmt nicht, wir müssen beide heilen. Ich bin mal gespannt, ob das zählt für den jeweils anderen. Natürlich nicht. Verstecken etwas Mächtiges in ihrer militärischen Festung. Oh mein Gott, was kann das bloß sein? Keine Ahnung. Das weiß ich ja noch gar nicht. Ja, du nicht. So, Umhang haben wir 380. Gurt und Armschienen. Gurt 400, Armschienen 405, also Umhang. Auch gar nicht. Ist mir schon klar. Geil! Kann ich sogar gebrauchen. BG 394 immer noch. So, jetzt sollen wir uns eine Verkleidung holen. Machen wir mal. Genau, die Verkleidung kriegen wir hier. Ja, ich renne erstmal kategorisch raus. Nicht, dass ich das nicht schon mal gemacht habe. Bin ich nicht hübsch? Doch. Der Schiff. Eigentlich nicht. Hallo? Hallo? Das war die falsche Antwort. Verwandel dich mal. Aber lass mich nicht zurück. Ich kann mich nicht verwandeln, dann verliere ich die Verkleidung. Nee.
Ja, schon, aber das sieht dann nicht so gut aus, so. So. Todesritter. Sieht man auch selten momentan. Ich hatte vorhin ein paar Dings. Überlege mir meinen schon wieder hochzuspielen. So, was sollen wir jetzt machen? Ich habe gar nicht geguckt. Schnappkram füttern. Dazu müssen wir erstmal in eine Grotte und ein paar Muscheln öffnen. Schillernde Perlen und wilde Schnappdrachen füttern. Oh, alles klar. Wo kriege ich das her? Wo bist du denn? Raus. Oh mein Gott. A Scheiße, meine voll. Verwandlung ist weg. Ich kann das halt. A voll. Und Er du sagt mir halt nicht, mich nicht. eine neue Verwandlung zu legen. Nein, du musst eigentlich nur hochlaufen. Du darfst halt nicht zu den Hunden laufen, wa? Ja, das habe ich Die erschnüffeln gemerkt. dich nämlich. Ja, das habe ich gemerkt, als der Hund gespawnt ist. Den Stehst du ich so angegriffen von. habe. Apropos, nächstes Jahr hast du ja dann zwei in der Backe. Ja, der eine mag mich, das weiß ich. Oh, der andere wird ja auch am Arsch kleben. Oder besser Ich gesagt, verstehe am gar Fuß. nicht, warum. Am königlichen Fuße. Genau, meine königlichen Fuße. Ich verstehe aber auch gar nicht, warum. Du hast halt eine Anziehungskraft. Habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht. Kannst du vielleicht mal herkommen und helfen oder was? Bin hier im Geschäft. Sorry. Beschäftige dich auch gleich mal. Ey. Wieso kommt diese Krabbe jetzt? Kann mir das mal jemand erklären? Nein, ne? Hier, ich hab was für dich. Hui, damit du auch du überlebst. Ich überlebe auch sehr gut ohne dich, siehst du ja. Dafür wärst du aber beinahe, ne? Meine. Bin ja jetzt unsichtbar. Ah, schade, es reicht bloß für ein paar Sekunden. Ich habe gedacht, ich bin länger unsichtbar. Dann hätte ich nämlich mir die eine Muschel da holen können. Schillernde Perle. Reiner Dreier. Drei. Ernsthaft? Ja. Ich habe eine. Okay. Und weiß ich Wenn ja, du wo du eben die ganze Zeit warst. Du zur falschen Zeit am falschen Ort bist. Wenn du zu doof zum Laufen bist, weil du schon wieder woanders hingerannt bist. Nein, nein, nein. Das ist nicht die Wahrheit. Ich bitte, ich wiederhole, ich komme gleich mal rüber. Dann ändert sich immer noch nichts daran. Hilfe, das ist keine Übung, ich sterbe. Ja, komm zu mir. In Countdown 3, 2, 1. Und jetzt laufe ich zu meiner. Komm zu. Mia, mein Richtung WoW was ist musst du laufen? abgestürzt. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Mein WoW ist abgestürzt. GG. Oh, doch nicht, Und du stirbst. es war nur ein Mega-Lag. Du stirbst und du stirbst und du stirbst und du stirbst. Ja. Ja, Warte, was soll ich machen? nicht. Jetzt. Das Ding hat einen neuen Bug, der PC. Oh, jetzt habe ich mir den Seelenstängel verpasst. So eine Kacke. Selbst so blöd, ich muss eh laufen. Das ist ein neuer Bug von meinem PC. Ich habe ihn neu aufgesetzt und jetzt hat er sich beschlossen, dass er zwischendurch einfach mal ein Riesenstandbild kriegt. Ich weiß nicht, ob mir der Bug gefällt, aber er ist besser als der vorherige. Das stimmt allerdings. Ich muss nur das Spiel neu starten. Und nicht den PC. Kann ich leider nicht wiederbeleben. Das Problem ist echt, ich weiß immer nicht, stürzt der PC jetzt ab oder nicht? Lebe ich noch oder nicht? Läuft der Stream noch? Naja. Es betrifft Oh immer ja. nur WoW. Ich kann die Maus dann auch noch bewegen. Das konntest du ja mit dem Fehler auch. Ne, mit dem Fehler konnte ich es nicht mehr. Da ging nichts mehr. Was? Da ging nichts mehr. Hast du mir jetzt die Muschel geklaut? Natürlich hast du mir die Muschel geklaut. Ich hab dir nichts geklaut. Da war eine Muschel. Mann, hier hinten sind auch haufenweise Muscheln. Krieg keine Muscheln ab. Was muschelmäßig was am Kopf? Frisst mir alle Muscheln weg. Aber ich mag gar keinen Fisch.
Und jetzt kommt der Fakt des Tages. Er hat Fisch im Kühlschrank. Wirft einen Klumpen Zitter. Was? Du brauchst 8 so eine Dinger da. Ja, weiß nicht, ob ich die hab. Zitterstachelrocken, die kriegst du von den Mobs hier. Und damit musst du dann die Hunde füttern. Ach, die Hunde. Also ich habe schon mehr als genug. Ich brauche nur noch die Muschel. Da kommt der Delfin. Oh, die gehen mir auf den Sack, die Mobs hier, ehrlich. Verpisst euch doch mal. Das sind halt sehr viele, ne? Das ist nicht gerade wenig. Yeah, seltsames Meeres. Meeressediment. So, raus aus dem Wasser. Das versaut echt meine mal, Mähne. Echt mal, ist kalt hier drin. Versaut meine Mähne hier. Was für eine Mähne? Ich will gerne Schattenmimik anwenden, aber ich kann das nicht. Schattenmimik! Da fällt der Korallenrochen von der Decke. Yeah! Achso, wir müssen die von der Weite aus füttern. Ja, solltest du, sonst ist schlecht. Zählt das? Ja. Ich mach hier unten. Oh geil, da sind gleich zwei auf einen Streich. Gucken, ob ich die treffe. Ah, müsste reichen. Pop, jawohl. Wo bist du? Da. Da ist sie. Ich mach den letzten. Oh Gott. Okay. Oder auch nicht, weil er nicht möchte. Friss und stirb. Geht doch. Soll man nicht sagen, dass er sterben soll, also. Warum nicht? Ja, arme Hundchen. Das sind komische Hunde. Schau an, ihr habt noch eure Gliedmaßen. Ja, Mann. Bin auch voll intakt. Mehr oder weniger. Geht mir aus. Hui. So, jetzt suchen wir die Waffen finden, die sie hier haben. Diese komischen Waffen, was das bloß für Waffen sein können. Ich weiß ja auch nicht. Wieso hast du die schon gesehen? Ich kenne die Quest. Finde ich nicht in Ordnung. Oh mein Gott. Warum kennst du dich schon? Oh mein Goodness. Oh Gott, das ist knapp. Das ist knapp. Hui. Wir müssen uns irgendwie gleich durchschnitzen. Auch das mal. Okay, das war ein Fehler. Waffen! Ja. Die Waffen in der Halterung strahlen eigentlich eine wohlbekannte Energie aus. Stillt die Azerin-Waffen und kämpft euch den Weg von der Terrasse der Zangia. Alles klar. Weißt du, was witzig war? Beim ersten Mal dachte ich, leck mich, ich schleich mich einfach raus, bis ich festgestellt habe, ich muss 15 Mobs töten. Da. Voll dumm. Wieso sind die jetzt so schnell gestorben? Weil wir einen Buff haben. Guck mal auf deine Buff-Leiste. Wir haben einen Buff? Oh, nice. Die ist obergeil, die Waffe. So, pull mal. Nicht okay, nur einen, Mann. Warte. Ja, warte. Ich will helfen. Ich gleich. Jetzt geht. Hui! Oh, hier sind eine Menge. Kommt her. Kommt her! Ausrasten! Ein bisschen. Tada! Fertig. So macht man das heute. Aber das bringt nichts, weil wir uns trotzdem hier auskämpfen müssen. Weil der Alexander schleichen. So bloß reiten. Hast du auch wieder. Reiten? Und wenn wir beim Questgeber sind, würde ich sagen, sind 20 Minuten um. Was? Was? Tatsächlich. Es ist halt so, ne?
Bist du stehen geblieben? Ja. Nicht so klug. Läufst du mal weiter? Kann. Na, solange wie ich die Waffe habe, geht's ja. Hm, mach doch mal. Champion, Fan hat mir von eurem Foto. Das Dumme ist, ich kann die gar nicht looten. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Tja. Wir warten mal auf Exxon. Ja, ich bin ja dabei. Jetzt nochmal. Huch. Oder? Nicht viel, Lortimer, nicht viel. Erstmal abgeben. Yay. Yeah. Wir haben viele Opfer gebracht. Nehmen wir schon an, nee, ne? Nein. Wir können davon ausgehen, dass die Naga ein ganzes Arsenal haben. Wenn wir es finden können, beschlagnahmen wir die Waffen und rüsten unsere eigenen Truppen damit aus. Okuleth hat eine Methode gefunden, selbst kleinste Mengen Azarit zu Okuleth. Okuleth kann es. Er kann es. So, das, meine Lieben, sehen wir bei Vexan beim nächsten Mal. Ich werde an dieser Stelle durchstreamen. Bam. Geil. Und mache aber für Vexan, weil ich sozial bin, die Abmoderation. Oder er möchte sie selber machen, weil ich anmoderiert habe. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao. Lebt wohl. Geiles Auf Wiedersehen hast du da gemacht. So, ich muss mal kurz mal mein Handy anschließen. Schließ du mal an. Wo ist ein Kabel da? Ich zieh durch, Alter. Das gibt eine Riesenfolge mal wieder. Weil ich's kann. Gut. Du hast es ja wie immer im Blick, wa? Jetzt nicht mehr, jetzt läuft meine Uhr durch. Aber ich kann trotzdem auf die Uhr gucken, weil ich mein Handy. Ich wollte gerade sagen, kannst du ab da anzählen oder so, wisse ja nicht. Gut, ich fange an. Wie viele Minuten? Na, 20. Ja, gut. Plus minus 2. Ja, ist okay. So. Willkommen zurück zu WoW in Nasjata. Mit dem Murloc. Hallo. Hallo. So. Du stehst voll komisch bei mir da, ne? So richtig so. Stehe ich jetzt besser? Nee. Geil, wenn ich mich hinknie, bin ich fast so groß wie du. Nee, weil. Steh mal auf. Nein. Mann, du sollst. Weil wenn du stehst, sieht das so aus, als wärst du in Angriffsposition und du bewegst dich halt gar nicht. Stehst halt da wie so eine Statue. Und der Umhang auch so. Gar nicht bewegen. So, beim letzten Mal haben wir erfolgreich die Waffen entdeckt von den Nagern. Oder besser gesagt, bei 10 Sekunden. Nein, wir haben Hunde gefüttert. Ja, wir haben Hunde gefüttert und Nagers verkroppt. Und jetzt sollen wir Schleim sammeln. Und Mörgel umbringen. Was sammelt 8 Schleim, genau. Und holt einen tiefen Kristall von Horter Morgel. Ab in den See. Ach nee. Wir sind ja schon unter Wasser. Warte. Warte mal. 1 ist da oben und die 2. Ach, die ist auch da. Naja, umso besser. Alter. Da gehe ich in eine Pfütze und verwandle mich. Hier ist was los. Tja. Bist halt wasserscheu. Eigentlich nicht. Na, eigentlich nicht. Mit deiner Reisegestalt kannst du ja nicht übers Wasser laufen, ne? Nein. Das ist natürlich GG. So, hier nimmt den Murloc mit. Den auf Hamster. Reise. Ich bin auf Reise. Ein bisschen mehr wieder auf Reise. Damage! Ich glaube, ich sterbe, das ist keine Übung. Oh, oh. Ich hab's mir wieder getrieben. Du hast immer noch mein
Den hast du doch auf dich gesetzt. Ja, und mein Lutschkiesel? Ach so, ja, den vergesse ich immer. Du sollst den Lutschkiesel nehmen. Nein. Oh, du musst die kleinen Schnecken hier sammeln. Oder was? Nein, zerquetschen. Zerquetschen! Ich wurde zerbrochen. Unterbrochen. Ich wurde zerbrochen. Ich bin zu weit weg. Was soll denn das hier? Du mal stehen, du Schnecke. Mann. Ob hier nochmal so ein World Warp kommt, wie ich es das letzte Mal hatte? Ich glaube nicht. Warum nicht? Wieder sowas Dummes, das dann nicht für dich mitzählt, ne? Mann, das ist ja schon fast Wildstar-mäßig. Wildstar. Hör auf, dem Spiel hinterher zu trauern. Wildstar. Ich weiß ein bisschen nicht mal mehr, was das ist. Apropos nicht wissen, was los ist. Am Freitag. Okay, wir wechseln das hier hoch, das ist ja schon zu spät. Aber nachgucken könnt ihr trotzdem. Achtung, Schleichwerbung für meinen Kanal. Bei Wechseln, geil. Am 2. August, am Freitag also, wird ein Stream auf meinem Kanal stattfinden zu einem neuen MMO. MMO. Ich werde nicht weiter viel verraten. Erstens, weil ich nichts weiß über das MMO und zweitens, weil ich mich überraschen lassen möchte. Sunny hat null Ahnung davon. Den Namen kann ich aber trotzdem nennen. Asteria heißt das Ganze. Und dank eines Zuschauers habe ich dort ein Klaus-Peter-Key bekommen. An dieser Stelle schon mal danke dafür. Ja, yeah, Horta Marvel ist hier. Kommst du her? Nein! Doch, komm her, du brauchst auch den Kiefer, ist klar. Den Tiefenkristall. Ich hab doch noch gar nicht alle Schleimer. Ist doch nicht so schlimm. Ist doch nur halb so wild. Schnecke, Schnecke! Berühren. Das ist eine andere Schnecke hier. Nochmal berühren. Fertig. Where are you? Ich hab fertig berührt. Sehr schön, dann go! Ich mache jetzt Selbstmord. Selbstmord! Ich hab eh noch. Oh Gott, ich habe noch einen Stein für 31 Sekunden. Abflug! Verdammt, hier geht's ja runter. So eine Kacke aber auch. Oh Kack. Töte mich. Ja gut, egal. Egal. Hui. Okule. Wir haben dein Zeug. Wie auch immer, dass du das brauchst. Keine Ahnung. So. Fünf prismatische Mana-Perlen. Folgt der Spur der Rückstände, um die Azerit-Waffentruhe zu finden. Running einfach durch, weil wir es können. Truhe ist bei mir hier? Ach nee, ich muss mich in irgendeinen so Schein hüllen, alles klar. Mal gucken, ob Lex dann lesen kann. Ich? Nö. Eigentlich nicht. Questmob. Den machen wir doch mal eben mit, weil wir es können. Warum machst du sowas? Weil ich dafür eine Gamasche krieg. Warum machst du sowas? Ich hab gesagt, hörst du nicht zu, oder was? Nö. Bist du ein bisschen doof? Doof, oder was? Nö.
Doch, ich glaube schon. So richtig Gott. Blöde. Ich habe kein Ziel. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Wow. Ja, wow. So ein dummer Metzler. Na hier, getötet. Da nicht mal was. Ach doch, hier. Binetische Gamaschen. Brauche ich die eigentlich? Nö. Mann, lass mich mal in Ruhe, du fucking Krabbe, na geht doch. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Wechsern, lass mich mal durch, danke. Ah, ja, genau, ja, sehr schön, danke. Ich will hier mal vorbei, jawohl. Hallo. Yay, kümmert euch um... Phasing! Bestimmt. Priscilla Aschenwind und ihre Diener? So, was nehmen wir denn für eine Waffe? Nehmen wir einen Streitzack oder ein Schwert, ein Kolben, Speer, Stab. Stab klingt gut. Brauchst keinen Stab. Doch, weil ich es kann. Brauch höchstens einen Stab. Ich nehme einen Dreizack. Oh, doch nicht Phasing. Wie praktisch. Das macht das Ganze natürlich einfacher. Unterbrechen. Endlich mal das Erste, dass man hier überhaupt mal wieder was von dieser Aschenwind-Ollen hört. Ich brauche ein Ziel. Ich bin begeistert. Oh mein Gott. Nehmen wir die gefangen? Nein. Ach, Kacke. Gleich tot war. Nein. Sturmwogerung der Ashari. Eins, zwei, drei, vier. Oh mein Gott, hast du Damage gezogen. Ich stehe drauf. Ich sollte vielleicht mal aus dem Zeug rausgehen. Ich habe dir mal ein bisschen einen kleinen Sehnenstein vergeben. Ein kleinen, ne? Mhm. Ist aber schade. Mann, ich bin mal wieder ein Movement-Kuppel, Alter. Du brauchst auch bloß einen kleinen größer, wusste ja auch nicht. Lass mich ja nicht zurück! Wir hatten eine Abmachung! Nicht mit mir! Ich komm hier nicht hoch. Hey. Wieso ist die Alte jetzt bei mir nicht aufgeploppt? Beherrscht euch, Mensch, habt Vertrauen in eure Kündigung, hat sie eigentlich gesagt, kam bei mir aber nicht. Komische Sache. Das war Ashara, die das gesagt hat. Ja, aber bei mir kam hier so ein Text eigentlich. Oder ist das weg, weil ich Silent World Quest Trigger drin habe? Ich habe keine Ahnung. So, ich hoffe, du hast die Flugpfeife mittlerweile. Nö. Ich weiß nicht warum. Ich habe hier nicht weitergequestet, aber ich kann sie mit dem Char benutzen. Probier sie mal bitte aus bei mir, wenn du bei mir bist. Die Flugpfeife ist das mit konservierte Hellen, beziehungsweise hochgeboren, tief gefallen. Ich weiß, also, aber ich kann sie trotzdem benutzen. Ich habe die Quest auch noch nicht gemacht mit dem Char hier. Versuch's mal aus. Nicht. Probier's? Alter, ich kann nicht mehr als einmal draufklicken. Ja, ist okay. Bei mir geht's nämlich. Gut. Keine Ahnung warum. Follow Simi. Ich dachte, du möchtest auch. Sunny spielt ohne mich. Seht ihr das? Stimmt überhaupt nicht. So. Hier, das konservierte heißt, Hinweise. Als Beweis, Videobeweis. Es ist nicht abgegeben. Kommst du jetzt oder wo bist du? Ach du, das ich laufe doch gerade zum Questgeber.
Du hättest wieder den umständlichsten Weg genommen, wenn ich nicht vorgerannt wäre. Ich fress dich gleich. Nee, ist doch so. Auch wenn du nichts dran, an dir dran ist. Du tust ich nutze ich als Zahnstocher, Alter, für meine Krallen. Du tust doch immer die kompliziertesten. Um den Dreck aus den Krallen rauszuholen. Und dann spiele ich Stöckchen mit dir. Mikado. Und dann pupse ich auf dich rauf. Rettet mich. Die macht mir Angst. 110 und 112. Und das SEK. Lauter mal. Geil, was gibt's so, da? Das Versteck ausräumen ist die Quest, die jetzt momentan noch nicht abgeschlossen ist. Und wir schließen sie ab. Perle manifestierte Ambitionen benutzen. Verleiht eurem Herz von Arzort Erinnerungen an einen Klartraum. Große Macht erhöht die Dauer von Erinnerungen. Aha, erhöht die Heilung. Ich habe noch nicht mal Erinnerungen der Klarträume 1 abgegeben. Oh, alles klar. Erlöschen, ja, aber nicht erledigt. Wollt ihr mich verarschen? Was denn? Alter, ich hab's drauf. Oder auch nicht. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Na? Die gute ist, wir können eine Pause machen. Weil? Die schlechte ist, ich habe nur 2750 Erfahrung, obwohl meine Anhänger auf Stufe 10 ist. Was ist das für eine Logik, Blizzard? Was bist du? Ich habe meinen Anhänger auf Stufe 10 und nur 2750 Erfahrungspunkte. Ja, Kiki. Was für eine Scheiße ist das bitte? Hier, Rang 10, Beweis. Und hier, der Typ ist auf... Ach, leck mich doch, ey. Ich krieg echt eine Krise gerade. Ich raste gleich aus, ey. Das sag ich dir, ey. So, 14 Minuten haben wir auf dem Timer. Nach Zin Ashari habe ich jetzt bekommen. Dann machen wir die Nebenquest erstmal, damit wir die Folge noch voll kriegen. Und ich mache dann erstmal eine kurze Erfahrungsgedönsgeschichte. Und hoffe, dann könnte ich noch eine Quest annehmen. Visionen der Gefahr. Ja, die Visionen der Gefahr kann ich auch annehmen. Ach so. Das müsste eigentlich die Quest sein, die für... Ja, das ist die Kriegskampagnen-Quest. Aha, also brauche ich die nicht annehmen. Ich habe sie jetzt angenommen, wir müssen dann mit Uso reden. Uso! Der zeigt uns dann was Bestimmtes, aber das würde ich erst in der nächsten Folge machen. Aber ich kann annehmen. Ja? Gut. Angenommen. Dann lass uns mal zur Arkanistin Tarisla, das schaffen wir noch nicht. Talisra. Fliegen. Wieso fliegen? Können wir denn fliegen? Zinashari, Flugpunkt, hast du den nicht? Geil, doch. Ich habe jeden Flugpunkt. Mwahaha. Glaube ich zumindest. Ich hoffe doch auch, dass ich alle habe. Ne, einen kriegen wir noch. Den können wir beide noch nicht haben. Welchen denn? Paratechnik. Hat mit der Questreihe zu tun. Bist du jetzt nach Zinashari oder? Ich bin da schon längst hingeflogen, also. Ja, ich bin da. Bin bei Talisra. Willst du mich veräppeln? Du wirst mir noch an der Basis angezeigt. Nee. Ich meine konservierte Hinweise. So. Damit du die Flugpfeife kriegst. Du Pfeife. Wer ist hier ein Mann? Du nicht. Ich hab Durst. Ich muss erstmal was trinken. Oh Mann. Die Sunny saugt einen vollkommen aus. Quatsch, Quatsch. So. Da geht's hin. Konservierte Hinweise. Go. Ja, genau. Ich habe Schaden erlitten aus 2 Meter Höhe. Ja, aus den Knochen gebrochen. Na gut, bei den Knochen gehen Wunder, ne? Zu wenig Milch vorhanden. Hui, wer bist du denn? Erinnerung an den Pack? Läuft ja auch alles durch. Yeah, konservierte Hinweise. Quest abgeben. Sucht in Zin Ashari, in Nas Jatar, ja wo sonst? Nach weiteren Tagebüchern. Hat das für dich mitgezählt? Was? Hat das für dich mitgezählt?
Nö. Schade. Da musst du wohl hinlaufen. Hallo, ich bin viel zu weit weg, Mann. Da musst du wohl hinlaufen. Das ist jetzt einfach nur hinlaufen, anklicken, weglaufen, hinlaufen, anklicken. Hinlaufen, anklicken, weg. Hinlaufen, anklicken, weglaufen. Hinlaufen. Gott sei Dank ist der Weltboss hier nicht. Sonst wäre es ein bisschen schwierig mit dem Hinlaufen. Nö, das ist nicht. Nicht? Nö. Na gut. Dann halt nicht. Muss ich erstmal gucken, wo der Scheiß war. Jetzt nächste mir auch gerade nicht wieder. Hm? Hallo. Falsche Richtung. Nö, ich gehe richtig. Da war ich doch gerade, da ist nichts. Ich weiß. Will ich mich verarschen? Ja, Mann. Da ist es. Hallo. 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 Husso! Oh Mann, jetzt hat's mitgezählt. Was Dummes. Guten Tag. Hallo. Sie über Gott reden. Leviosa. Wo müssen wir hin? In den Turm. Hinlaufen, anklicken, weglaufen. Ja, kombiniere drei violette Runen. Ja, bitte. Geil, hier. Hallo, ich möchte auch was machen. Quest abgeben. Erstmal Geld machen, weil ich es kann. Löst Mardivas magisches Rätsel und Ring. Nice. Wo ist es denn? Da. Geil, bejewelt. Easy, das geht schon automatisch. Ich bin gerade blind. Hier sind keine violetten Dreier. Mein Gott. Hui, da. Der ist bestimmt vor mir. Ja, der ist bestimmt vor mir fertig, das wusste ich. Hui. Schätzer von Nastratal, schaltet den Zugang zu besonderen Weltquests frei. Kann auch dauern bei mir. Kehrt zu Finnerin Palter. Boah, ich bin gerade blind, ich sehe es. Neuheim in Nastratal. Ups, falsch geklickt. Alter, ich brauch drei Lilane, ihr Appen. Mach das doch mal, ist ja alles da. Jetzt. Hol mal Zeit. Hol mal Zeit. Kostbare Zeit vergeudest du. Ui, doof sein tust. Ramop, 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 das ist keine Übung. Ramop! Was ist denn das wieder? Ausrasten. Oh, ist doch bloß diese Sandscherenpanzer. Den brauchst du nicht. Der ist außerdem irgendwo da oben. Ups, das ist ja die Allianz-Base. Richtig. Habe da, habe da, habe da, habe da. Da mitten durch. Alles klar. Sunny kriegt aufs Maul. Ah. Ja, der ist ins Fair. Ah, doofe Sache. Hab ich dir gesagt. Ich weiß aber auch nicht, wie es hochgeht. Egal. Laufen, laufen, laufen. Schwimmen, 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 schwimmen. Was ist denn laufen, jetzt? Laufen, laufen, laufen. Ich will noch zum Questgeber in der Folge. Achso. Ja, okay. Nein, warum läufst du da lang? Weil ich doof bin, weil ich nicht wusste, dass wir fliegen können. Alter. Du kannst fliegen, ich nehme die Flugpfeife. Ja, na toll, ich bin jetzt genau zwischen den beiden Flugmeistern links und rechts, ne? Also. Oh, sind das Schmerzen, mir tut schon der Kopf weh. Guck mal, ich laufe jetzt zum Flugpunkt, stört dich das? Hey, du bist PvP markiert. Ja, ich wurde markiert. So. Flugpunkt, Neuheim. So, und damit würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die Folge. Abgeben. Ja, können wir. Können naja, wir jetzt also, beenden. Nein. Im Flug? Dann nein. Dann kriegt übrigens keiner auf den Sack. Nein. Wie oft noch? Nein. Ich habe Nein gesagt. Hey, abgeben. Woo. Ich war der Meinung, das ist die Questreihe für die Flugpfeife, oder? Es ist, weil ich hier schon habe. Ich bin verwirrt. Egal. So. Ist das die oder ist das hochgeboren, tief gefallen? Ich weiß es nicht. Egal. Mach halt. Los. Do it. Mach mal die vielleicht in der nächsten Folge. Wir wissen ja nicht. Do it. Do it now.
Okay, wir verabschieden uns hier an dieser Stelle. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Lass Ciao. Mich nicht mit den Geistern ein. Hey. Kann ich? Ich würde jetzt eine kurze Pause machen und die Weltquest mit meinem Begleiter machen. Mhm. Ich verstehe das aber nicht. Der ist doch Stufe 10. Was ist denn das für eine unlogische Sache? Wieso? Was brauchst du denn nur noch? Ich wiederhole, ich habe 2750 Erfahrungspunkte und nicht 3. Das regt mich auf. Ich verstehe es nicht. Ist mir zu hoch. Das heißt, du hast jetzt die Quest nicht nach Zin Ashari. Na los, raus damit! Wahrscheinlich. Nee, hast du nicht. Ich konnte eine logischerweise nicht annehmen, weil ich die Quest nicht abschließen konnte. Versteht sich von allein. Und das kotzt mich an, weil ich habe das ja alles vorgemacht. Das, hallo? Ergibt keinen Sinn. Hallo? Und so. So eine Kacke hier, ey. Nee, ich bin nach den Daddies jetzt hier nicht 3000, also dann gibt's richtig auf die Fresse. Schaffst du es ohne mich oder muss ich mitkommen? Ich schaff das schon. Und warum habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, hier was zu machen? Jetzt. Gut. Dann geh ich mal kurz zum Küchen. Kannst du mir was zu Wasser machen? Also Leitungswasser? Ja, kann ich. Oh mein Gott, mein Seelenstein läuft aus. Jetzt werde ich sterben. Gott sei Dank habe ich Wiener gekauft, sonst müsste ich mich bloß mit dem Pinguin begnügen. Armes Ding. Ich finde das so dumm, ne? Die normalen Wiener, die sind größer als wie die Käsewiener. Und? Kosten wahrscheinlich genauso viel. Keine Ahnung. Hör zu knistern. Hör zu knistern. Das müssen auch meine Zuschauer ertragen, nicht deine. Ich müsste aber auch ertragen. Armes Ding.
gucken, ob Marcel da ist. Dann kann ich den gleich mal schreiben. Wieso heute ist doch erst Donnerstag? Naja, es geht. Ich habe gestern vergessen. Wegen Klappstuhl. Er hat den Klappstuhl ausgegraben. Nein, vergessen. Okay, erstmal weiter vorne gucken. Alter, die fliegt mir hart auf den Sack. Jetzt habe ich schon zwei hier zu hängen. Mistviecher! Macht euch bereit für einen klassischen August. WoW Classic. Kannst du mal auf meinen Stream gehen? Ich kann es versuchen. Ich habe da Hintergrundmusik an. Sag mir mal bitte, ob das zu laut ist. Hitsch. Oh ja, definitiv. Ja, ich bin noch dabei. Warte mal ein paar Minuten. Jetzt würde ich sagen, ist okay. Ist immer noch zu laut. Immer noch zu laut. Jetzt höre ich sie selber nicht mehr. So leise ist sie, glaube ich. Na, so geht's. So ist okay? Alter, noch niedriger hätte ich es auch nicht einstellen können. Das Ding ist, wenn ich bei mir das mache auf YouTube, ist es genauso. Also da muss ich wirklich auf unterste Stufe gehen. Da höre ich zwar von dem Video von YouTube, höre ich es noch. Aber im Spiel, also im Stream, ist es dann halt auch dementsprechend angepasst. Die Lautstärke, sag ich mal. Ist nicht zu laut, nicht zu leise. Ist okay, vom Verhältnis her. Oh, ich laufe jedes Mal, weißt du, wie oft ich diese Quest jetzt schon machen musste? Ich laufe jedes Mal verkehrt. Ich laufe immer unten hin, obwohl ich weiß, ich muss nach oben. Bin so doof. Ne, das wusste ich schon immer. Oh, Entschuldigung. Was mein ist, ist euer. Hey, ich brauche noch 140, 136 prismatische Kugeln. Und einen ehrfürchtigen Ruf. Könnte ich mir den entfesselten Wellenfalken kaufen? Wo erstmal alle hinkommen.
Ja, mit denen wird es dann etwas leichter hier, aber selbst da brauche ich auch noch... Oh, ist doch nicht mehr so wenig. Und noch knappe 4900 Ruf ungefähr. Dann kann ich fliegen. Na, fast. Die Schnauze fliegen kannst du jetzt schon sehr gut. Rostbolzen brauche ich ja dann auch noch. Es geht aber schneller. Genau. Mich würde mal interessieren, wenn ich Rostbolzen widerstand, respektvoll machen mit dem Ali, müsste ja eigentlich zählen für den Erfolg, ne? Habe ich auch schon überlegt, dass man zwei Schafs separat macht, dass der eine nur das macht, aber im Endeffekt habe ich es jetzt nur mit einem gemacht, weil ich keine Lust und Zeit hatte mit dem anderen. Ich mach's ja halt gerade so. Ja, das Ding ist, zu Anfang kriegst du nicht viel Ruf bei dem Rostbolzen, weil halt wenig Quests sind, aber je mehr Ruf du hast, desto mehr Quests werden freigeschalten, habe ich mitbekommen. Ja, das ergibt Sinn. Das war schon immer so. Bei irgendwelchen Kampagnen. Ja, ich wollte es ja nur mal erwähnen. Vielleicht hat es das vergessen, keine Ahnung. Mann, ich habe Hunger. Ich brauche noch ein paar wieder. Du machst hier Wiener Schleichwerbung. Wiener von Kaufland. Schmecken sehr gut. Nein, kommen sie nicht. Nicht im kalten Zustand. Mann, jetzt droppt den scheiß Schlüssel, ich will weitermachen. Ich bin immer noch aufregend darüber. Ich muss erstmal näher ran. Ich droppe den Schlüssel nicht, die sind doof zu mir. Product Placement. Ja, ja. Genau, soll ich auch mal. Ich brauche ein Ziel. Ja. Du wolltest gerade sagen, hast du diese Musik jetzt ausgemacht? Aber das war nee, ja. Nee, ist die Pause. Ja. Der Song geht insgesamt mit der Titel 3 Stunden. Sollte reichen. Ja. Für nicht so lange noch? Was? Für nicht so lange streamen? Eigentlich nicht. Es gibt was Neues von Turbo. Gleich mal reinhören. Geht doch. Geht's ja? Yay! Ups. Nicht die Klicken sollte man. Warum bist du eigentlich aus der Kurve gegangen? Wegen der Daily da.
Mann, man muss sich ja jetzt anhalten, so eine Kacke. Aber. Soll ich jetzt noch Sin Ashari machen oder Usso? Usso ist Bane. Na, Usso habe ich noch nicht gemacht, aber du kannst die Quest für nach Sin Ashari annehmen. Ja, das habe ich gemacht. Machen wir jetzt Sin Ashari oder Bane? Ja, ja. Nö, wir machen Sin Ashari. Ist ja dann Bane die dritte. Wir jetzt noch nicht. Das ist aber die dritte Folge. Ich dachte, wir machen Bane diese Woche. Ach so. Mir egal. Bane ist die Kriegskampagne, der ist das Nebenquest. Na gut, dann machen wir Bane. Und die Kriegskampagne ja. War eigentlich Ziel. Ja, ist okay. Ist okay. Leviosa. Hui. Geil. Ich bin gerade Bindwurstwechsel. Na, auf dir. Ach so. Yay. So, machen wir mal kurz die Musik pausieren. Für deine Anmoderation. Für deine Anmoderation kommt das irgendwas. Na gut, ich fange mal an, wa? Jo. Willkommen zurück zu WoW in Nast Jeddah mit Sunny. Hallo. Hallo. Wenigstens tut sie sich mal richtig begrüßen und nicht also, ich grüße euch. Mit Musik. Mit Musik. Aber die hört er ja nur bei mir, auch nicht bei ihm. Genau, nicht bei mir. Bei mir gibt's sowas nicht. So. Dafür habe ich kein Geld. So. Dafür hast du kein Geld, alles klar. Was machen wir heute? Wir retten Bane heute. Geil, los geht's. Ach so, ich muss die Musik wieder ausmachen. Hier, Leute, jetzt kommt ja ein Video. Lortimer sagte, ihr hattet eine Vision, von der ihr mir erzählen wollt. Jawohl, ich. Und 3, 2, 1. Die Geister. Ich hatte eine Vision von Bane. Gefangen, gefoltert, umzingelt von Feinden. Eine Gestalt löste sich aus den Schatten. Wütend, rachgierig, der Kriegshäuptling. Sie sprach nur ein Wort und Banes Lebenslicht erlosch. Die Geister flüstern, dass diese Vision vor dem nächsten Sonnenaufgang wahr wird. Beim Sonnenbrunnen, das müssen wir verhindern. Ich dachte, da kam eine Sequenz. Okay, falsche Annahme. Ich grüße euch. Ja, ja. Namen Sylvanas wird Bane Bluthof bald hinrichten lassen, wenn wir nichts unternehmen. Abgehen. Hui. Wir dürfen nicht tatenlos. Trefft euch mit Verbündeten in der Kluft. Schatten von Orgrimmar. Folgt ihre Rache auf dem Fuße und sie wird schrecklich. Letzten Endes müssen wir alle unseren Pfad wählen. Und diese Entscheidung hat Konsequenzen. Sehr wohl. Alles klar. Wo bist du? Ladebalken. Nimm das Portal nach Neuheim, nach Söldersau. Alles klar. Ach, da vorne steht sie. Aber jetzt nicht mehr. Da ist sie weg. Ich bin wieder allein. Hey, das ist mein Text. Ist doch doof. Oh, Blinktron 7000. Hallo! Komm mal her. Wird zwar wieder nichts Besonderes geben, aber egal. Partygranate, geil! Kann ich mal reinhauen. Woo! Hä? Ach, da, ich hab gedacht, die tut irgendwie tanzen. Eigentlich schon, ja. Irgendwie nicht. Haben sie es wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ist. So, so ist so. Wo muss man jetzt hin? Ach so, nach Orgrimmar. Alles klar. Ich müsste mal genau hingucken. Du
Besonders er hat es noch vorgelesen. Nee, erstmal nach Suldasar stand er. Orgrimmar stimmt gar nicht da. Du hast es zweite aber vorgelesen. Trefft euch mit euren Verbündeten im Kluft der Schatten in Orgrimmar, hast du vorgelesen. Stimmt allerdings. Verdammt. Zack, los geht's. Wo ist er denn? Da oben ist er oder unten? Kluft der Schatten kann ja eigentlich bloß unten sein. Wo geht's denn hier runter? Da. Warte auf mich. Warte auf mich. Da. Hallo. Oh mein Gott, was willst du denn? Ach Gott, du schon wieder? Mach einen Abflug. Der Wechsel mag ihn nicht. Nee, eindeutig. Solange wie der schon lebt, es ist... Drückst du drauf, oder was? Achso, ja. Ich stehe euch bei. Für Azeroth. Geil, Quest abgeben. Szenario, Herr Wechsel. Schließt das Szenario von Richtern und Henkern ab. Achso, ich habe jetzt keinen Timer angemacht. Ups. Ja, GG. So, was denkst du, wie viele Minuten das war? 5 Minuten. Euch den Weg weisen. Gleich ein bisschen mehr. Ist egal. 5 Minuten. Kann ich drücken? Ich bin schon im Ladebalken, aber du bist ja schneller wie ich. Mach doch das. Machen wir eh jeder für sich. Ah, stimmt. Ah, ich bin drin. Nicht Sauerfang, Sorfang, Mann! Sauerbraten. Ja, genau. Warum habe ich so eine schnelle Castzeit, WTF? Keine Ahnung, egal. Ja, yeah, ersten Wachen getötet. Wo bist du? In den Schleichmodus. Hast du die ersten 2 Wachen schon getötet? Mhm. Gut, dann kann ich ja weitermachen. Seit wann kann Garrosh sich unsichtbar machen? Trall, Verzeihung. Elitewache, oh mein Gott, die haben bloß 200 Leben. Go, alle wegmetzeln hier. Bewegt euch schnell, los. Bewegt euch schnell, ich bin schneller wie du, na go. Hört ihr etwas? So, in Ami hauen! Hat uns gesehen! Angriff! Sind die voll schwach? Tja. Orgrimmar war schon immer leicht zu überwältigen. Finde ich jetzt nicht. Warum soll ich jetzt warten? Troll, ernsthaft, warum? Zweite Wache tötet. Ja, ich warte ja. Und nun? Wir haben die Wache schon getötet. Ich beobachte und lausche.
Was wollt ihr? Widerspenstiges Experiment. GG. Fordert Elitekrieger der Horde heraus, um für eine Ablenkung zu sorgen. Elitekrieger? Wo muss ich denn jetzt hin? Duelliert euch mit Lenara. Herwechsel. Wo ist die? Gelber Punkt auf der Karte. Ist er klein? Ja, einfach durch hier. Er ist schon wieder blind, der arme Junge. Die gucken einfach nur zu, die machen nicht mal was, die helfen mir nicht mal. Jetzt ja. Verschwinden sie einfach. Was wollt ihr? Ich treffe immer mein Ziel. Wer bist du denn? Dunkle Weitläufer. Ah! Hallo! Als Hexenmeister seht ihr recht fähig. Möchtet ihr eure Fähigkeiten in eine Probe stellen? Ja, durchaus. Wollt ihr euch duellieren? Ja, Kiki, komm. 3, 2, 1, go! Wenn wir zusammenarbeiten, erhöht das unsere Chancen. Einverstanden. Die Zeit ist knapp. Wir müssen los. Wenn ich mal wirklich so viel Schaden machen könnte. Das wäre optimal. Gut gekämpft. Ich würde gerne die Truppen inspizieren, die ihr nicht, die ihr trainiert habt. Euch den Weg weisen. Eine von den Wächtern. Interessant. Oh, Sequenz. Yeah, los geht's. Jetzt zusammen mit Jaina. Whee! Ah, sieht so aus, als ob wir gemeinsame Sachen mit der Allianz machen. Ich weiß, was es bedeutet, gegen sie zu kämpfen. Tief im Herzen Verlust und Zorn des Kriegs zu empfinden. Aber ich bitte euch, beiseite zu lassen. Dieser Frank Bane in Sicherheit. Ich traue der Allianz nicht, aber ich sehe momentan keinen. Hui! Go, mach die Tür auf. Geht doch. Angriff! In welchem Palast reden die? Ich weiß es auch nicht. Gut. Ich dachte, ich habe wieder was vergessen. Also ich wüsste es jetzt nicht. Keine Ahnung. Also ich kann mich auch irren.
Ein regierender König? Mir würde jetzt bloß Sturmwind einfallen als Palast. Mir eigentlich auch, aber Vestvarin hat doch damit nichts zu tun. Nö. Ich höre es auch nicht. Sylvanas muss gewusst haben, dass wir kommen. In der Tat, Verräter. Ihr und Lady Jaina. Ihr seid nicht mein Feind. Habt ihr vergessen, was in Dalaran passiert ist, Mörderin? Heute werden die Sonnenhetzer Rache üben. Dann nehmt Rache an mir. Und mir allein. Nein, ihr werdet zusehen, wie eure Freunde sterben. So wie ich damals. Mann, hat die eine Menge Leben. Davon verwirrt mich nicht sein würde, wenn immer. Ich würde mal weglaufen. Das ist halt ein Krieger, ne? Schon klar. Verwirrt mich trotzdem. Doch, von uns Bane! Jetzt hätte ich beinahe einmal Agonie auslaufen lassen. Das wäre natürlich nicht so gut gewesen. Mein Gott, sind das viele. Okay, das war dumm. Was? Da ist wieder Hani. Och, das ist ja die Olle. Stimmt, habe ich ja vorhin gerade erzählt, wer das ist. Ach so? Das ist nicht so gehört. Ja, das ist nichts Neues. Das ist eine von den toten Nachtelfen-Wächterin. Naja, gleich ist sie auf dich tot. Wo ist sie denn?
als nächstes außer Gefecht. Ja, dann go. Ich fühle, wie ihre Magie schwächer wird. Wir müssen alle vier Kristalle ausschalten. Vor allem sie setzt es außer Gefecht. Wir müssen die Magier töten. Das ist... Nö, ich lasse die Magier umbringen. Ich laufe nur aus den Flächen raus. Die schaffen das auch ohne mich. Herr Mr. Sonnenherrscher ist ja ein bisschen Feuerpyramide. Okay. Ja, jetzt nicht einschlafen. Ist nur langweilig. Jetzt noch Mr. Firebären. Oh, Jaina, weiter! Letzten Kristall! Keiner von euch entkommt! Oh Gott! Jetzt. Oh mein Gott, den Sonnenherrscher ja auch noch töten. Ich gedacht, der wird instant irgendwie gekillt von jemandem. Mein Gott, brennt! Er geht mir so auf den Sack mit seinem Feuerboden, ey. Das ist so ätzend für Nahkämpfer. Ich kann nicht angreifen. Na ja, gut. Schaffen Sie auch ohne mich. Er ist frei. Bleibt in meiner Nähe. Ich bringe uns hier raus. Jetzt bitte nicht reden. Steht jetzt noch, denn Horde und Allianz standen zusammen. Horde, Allianz, darauf läuft es immer und immer wieder hinaus. Und jedes Mal scheitert es. Was soll jetzt anders sein? Wir zwei. Ich muss los. Anduin sollte wissen, dass Bane in Sicherheit ist. Sagt eurem König, er ist nicht allein.
reden. Nein. Genau. So, das, meine Lieben, war die Kriegskampagne von 8.2. Quest abgeben! Hui! Es ist noch nicht so lange her, dass Allianz und Horde gemeinsam Sonoma von der Legion befreit haben. Zusammenarbeit zwischen unseren Seiten war eher die Ausnahme als die Regel. Gemeinsam gehen wir uns in die Gurgel. Allein haben wir keine Chance gegen sie. Oder den Herrn, den sie dient. Das Volk hält zu Sylvanas. Solange sie kriegshäuptling ist, wird dieser Krieg in seinem Herzen blühen. Das können wir nicht verhindern. Vielleicht müssen wir das auch nicht. Es genügt, wenn wir unsere Angriffe gegen Ashara richten, nicht gegen die Allianz. Das würde Pestufer rasend machen. Schöne Vorstellung. Lady Jaina und sich eins lernen. Ein weiser Rat, Talisma. Das Ende von Asharas Herrschaft steht an erster Stelle. Aber wenn die Allianz unsere Regierung beherrscht, wird erneut Konflikt aufflammen. Wie wird jetzt erst auf, hat der ein neues Schwert gekriegt? Du, das kann ich dir nicht sagen. Ich achte nicht so auf die Ausrüstung. Meinung, der hat ein neues Schwert bekommen. Der Lortimer. Tja. GG. So, was sagt die Uhr? Der Uhr sagt, es ist Time Over. Geil. Dann machen wir Schluss. An dieser Stelle. Wir verabschieden uns hier an dieser Stelle. Wo ist er? Da ist er. Und wir sagen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Mögen die Loa über euch wachen. Ich hasse dich. Immer diese Verabschiedung. Was denn? Kannst du nie normal Schuss sagen? Nee. Mann, ey. So, wie sieht jetzt dein Plan aus? Das war die Kriegskampagne. Ja. Eine Quest habe ich noch offen. Nee, zwei Quests habe ich jetzt noch offen. Findet mal, welche sind denn das? Nach Sinashari? Genau, nach Sinashari und hochgeboren, tief gefallen. Hochgeboren, tief gefallen, habe ich noch nicht angenommen. Na, ich auch nicht. Also ganz ehrlich, wir haben noch Urlaub, wir haben noch Zeit. Was hältst du davon, wenn wir durchziehen? Ungern. Warum? Wir haben es fertig. Du musst es ja nicht alles auf einmal hochladen. Na gut. Dann lass uns mal hinfliegen. Nach Ashari. Flugpunkt war da drüben. Na, Flugpunkt ist hier. Willkommen zurück zu WoW in Nazjata. Jetzt war ich etwas überrascht. Hallo! Ja, das Überraschungsmoment ist auf meiner Seite. Ja, musst du mal Bescheid sagen, ich habe den Timer noch gar nicht angemacht. Nö, ja, das ist mir egal, wir mussten jetzt starten. Ach, alles so ein Stress hier, immer so ein Stress. Hier ja, kriegst du... Nein. Och, scheiße, ich spring hinten oder da kommt sie von vorne wieder. Oh, okay.
Quest abgeben. Durchsucht die Ruinen von Kalmetir nach magischen Relikten. Ich glaube, das war die Questreihe für den Flugpfeifer. Richtig. Die ich schon habe, warum auch immer. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Erzähl mal. Wir haben Bane gerettet. Oh mein Gott. Ich weiß das noch. Er ist frei. Das überrascht mich eigentlich, dass du sowas noch weißt. Genau. Ist ja auch erst eine halbe Stunde her, ne? Warum werde ich angegriffen? Weil ich es kann. Alter, ich gehe... Ich gehe kaputt. Du bist halt hübscher. Nee, das finde ich nicht in Ordnung. Du warst vor mir da und ich werde angegriffen. Na, jetzt wirst du wenigstens angegriffen. Finde ich in Ordnung. Aber ich helfe dir ja wenigstens. Ich habe das nicht mitbekommen. Nö, natürlich nicht. Kriegst da nie was mit. Ja. Du rennst einfach stumpfsinnig durchs Leben. Mit den ganzen Straßenschildern unterwegs. Alter. Halt die Fresse. Eindringlinge! Was, Eindringlinge? Oh mein Gott. Wir werden angegriffen. Ich verbessere mich. Ich werde angegriffen. Jetzt brauchst du auch nie mehr mitmachen. Ja, wenn du es richtig gemacht hättest, hättest du hier gleich runterspringen müssen. Dann wären die da nämlich hochgelaufen und hätten dich nicht angegriffen. Hallo, das sind schlaue Mobs, die tun auf halber Strecke abbrechen und kommen wieder runtergelaufen. Das hat bei mir aber gestern oder vorgestern funktioniert. Ja, du kannst dich ja verwandeln in dieser Form. Du kannst ja drinnen bleiben. Ich nicht. Ich hab's mit meinem Mönch gemacht. Ja und? Du kannst immer noch wegdüsen. Kann ich nicht? Ich bin normal runtergelaufen. Es fällt ihm kein Argument mehr ein. Meins wohl gesprungen. Runtergelaufen geht nicht. Dann lass nicht zu denen gekommen. Oh mein Gott, wie kann das bloß sein? Das hier ist mein Reich, mein Kind. Nicht der geringste Zauber kann Nasjatar ohne mein Wissen gefärbt werden. Ich bin erste Arkanistin Kalista von Suramar. Und ihr seid nicht meine Königin. Eingebildete Kuh. Ich weiß, wer ihr seid. Wer denn jetzt? Talisra, mein Gott. Quatsch die nochmal. Ja, wegen dir. Wieso? Weil das erste war meine Sequenz, das ist jetzt deine. Ich hab nicht mal was gedrückt. Du musst nichts drücken, das passiert, wenn du hier ankommst. Von Suramar. Wie heißt das eine Gebiet, was bei den Pandaren da war? Das eine Gebiet, du weißt schon, dass es da ein paar mehr gab? Ja, ich meine über dem Tal der Blüten. Cooler Leihgipfel. Genau. Wolltest du mal so erwähnt haben, weil du das immer so komisch aussprichst. Spezial Sunny. Ja, ja. Geil, Quest abgeben, Quest annehmen. Besiegt 10 verderbte Kreaturen und die Quelle der Verderbten. Go, go! Go, go, Power Rangers! Hey, du bist angegriffen. Nein. Doch? Glück nicht. Doch? Das ist alles anders. Ich lauf hinter dir. Sah nicht so aus. Hey, du bist kurz umgedreht. Lass mir nicht damit. Ja. Und? Das war die Verwirrung der Gegner. Du bist doch so verwirrt genug. Ich weiß aber nicht, warum sie die töten. Muss irgendeine Quest sein, die ich noch nie gemacht habe.
Ja, die, die wir jetzt machen. Nein. Die habe ich ja schon gemacht. Wahrscheinlich irgendeinen Begleiter oder so. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte darüber. Scheiße. Ach, jetzt habe ich den an der Backe, das wollte ich nicht haben. No. Hm. Oh, die Wasserelementare zählen mit dazu. Mhm. Ich pull mal zusammen, bleib mal stehen. Okay. Wobei hier sind ganz schön wenig, hier war das ist mal mehr los. Hier ist ja nur einer. Da hinten holen wir noch einen. Ich hole ihn. Nein, ich will. Mach ja, den anderen. Tun, halt. Ja, ist gut. Ich denke, du holst den. Mach ich das. Warum kriegen denn so viel Damage? Was? Bin aber nicht ich. Du das? Was denn? Die sind extrem schnell down. Ich habe wässrige Nahrung. Aber das wird's nicht sein. Da drüben! Zu weit weg. Auge des Verderbers flüstert. Hui. Flüstern. Ah, hier noch ein Geist. Der Geist da. Und weg mit dir, jawohl. Sunny, lebst du noch? Ja. Gut. Nehmen wir die Quest dann hier oben gleich an. Hochgeboren, tief gefallen? Ja, wa? Ja. 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 Geil. Das ist dann auf jeden Fall die Quest für die Pfeife. Oh mein Gott. Psst.